Am Abfahrtshafen begrüßt der Kapitän die Gäste. Die Urne ist bereits an Bord aufgebahrt und die Angehörigen können sich in Ruhe verabschieden. Auf Wunsch kann Musik vom Band gespielt werden. Während das Schiff die Beisetzungsposition ansteuert, weht die Fahne auf Halbmast. Die Gäste können sich frei an Bord bewegen. Angekommen an dem vorgesehenen Beisetzungsort, bringen die Angehörigen gemeinsam mit dem Kapitän die Urne zum Heck des Schiffes, wo eine Trauerrede gehalten werden kann. Nach der gemeinsamen Andacht wird die Urne an einem Schiffstau langsam dem Meer übergeben. Eine Seeurne besteht aus wasserlöslichen Materialien und geht sofort unter. Daher empfiehlt sich als Blumenschmuck ein Urnenkranz, der auf der Wasseroberfläche bleibt. Es können weitere Blumen, Blütenblätter oder Steine mit Wünschen in das Meer gegeben werden. Dabei ist es wichtig, dass lediglich natürliche Materialien für den Abschied verwendet werden, damit sie sich im Meer auflösen können. Dabei fährt das Schiff 3 Ehrenrunden um die Beisetzungsposition. Symbolisch wird das Ende der Seewache nach altem Seemannsbrauch durch Hissen der Fahne und 4 Doppelschläge auf die Schiffsglocke vollzogen. Auf dem Rückweg serviert die Crew auf Wunsch Kaffee und Kuchen. Im Anschluss erhalten die Angehörigen von der Reederei eine Seegrabmappe mit den exakten Koordinaten der Beisetzung. Die begleitete Seebeisetzung dauert insgesamt etwa 2,5 Stunden. Seebestattungen können übrigens auch auf anderen Weltmeeren, wie zum Beispiel dem Mittelmeer, stattfinden.